Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Robs frische Küche. Heute bereiten wir eine vegane Mayonnaise zu und ich muss sagen, uns schmeckt die persönlich viel besser als die in Anführungszeichen normale Mayonnaise mit Ei. Hier kommt nun der Jingle und danach seht ihr, wie ihr diese Mayonnaise selbst zubereiten könnt. Für diese Mayonnaise brauchen wir folgende Zutaten: Sojamilch, Senf, Salz und Pfeffer und Pflanzenöl. Nun geben wir alle Zutaten bis auf das Pflanzenöl in einen Standmixer und verrühren diese auf niedrigster Stufe. In die kleine Öffnung des Standmixers geben wir nun einen Trichter und lassen das Öl langsam auf niedrigster Stufe einlaufen. Wer mag, kann zum Schluss noch etwas Zitronensaft zugeben und dann die Geschwindigkeit stufenweise bis zur höchsten Stufe erhöhen. Und fertig ist die vegane Mayonnaise. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen guten Appetit.